Hallo und herzlich willkommen zu einer Verplant Zoo. Mein Name ist Knorke und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich würde gerne heute an dieser Trennwand weiterbauen, weil die gefällt mir noch nicht so richtig. Da fehlt mir irgendwie noch der gewisse Touch. Und auf der Robin-Seite bin ich tatsächlich am Überlegen, ob ich die ganzen Felsen wegmache und einfach nur ein, zwei Felsen hinplatziere, dass die sich darauf ausruhen können. Und das war's dann. Da bin ich mir noch nicht so 100% sicher. Auf der Pinguin-Seite würde ich gerne die ganzen Felsen lassen. Aber man sieht zum Beispiel hier eine klare Struktur und das ist immer blöd in der Natur. Du siehst hier zum Beispiel so einen klaren Weg oder hier oder da. Das müssen wir ein bisschen ändern. Da müssen wir mal gucken. Wo geht der denn jetzt hin? Da müssen wir mal gucken. Siehst du, ne? Da müssen wir ein bisschen was irgendwie, weiß nicht, ja, komplett ändern, würde ich sagen. Aber ich weiß ehrlich gesagt noch nicht wie, weil ich könnte jetzt theoretisch gesehen das einmal drehen. Oh, das wäre eigentlich eine Möglichkeit. Oh, das wäre echt eine Möglichkeit. Guck mal, dann könnte man die so ineinander schieben. Kann man machen. Ne? Dann hat man hier zum Beispiel gleich aussehende Felsen, was ein bisschen blöd ist. Das heißt, die kommen weg. Die würde ich da lassen. Und dann würde ich die wegmachen und die wegmachen. So. Das heißt, da hätten wir dann wieder so eine Felsklumpenformation. Ich bin noch nicht ultra zufrieden damit. Also, ja, der Hintergrund, die Backstage sieht gut aus. Naja, Backstage haben wir ja gesagt, heißt das hier. Der Hintergrund sieht gut aus, gar keine Frage. Aber das hier gefällt mir noch nicht so richtig. Also, da muss noch irgendwas passieren. Und ich weiß aber ehrlich gesagt noch nicht, wie. Deswegen müssen wir mal gucken, ob wir da eventuell, naja, den einen oder anderen Felsen noch platzieren. Vor allem, das muss höher irgendwie. Also irgendwie würde ich sagen, gehen wir auf die Höhe fast. Ja, machen wir. Pass auf, dann ziehen wir den Nummer 1 hier hin. Oh, dann könnten wir doch theoretisch, ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme, müssen wir mal gucken. Theoretisch gesehen könnten wir doch dann auch so Unterschlüpfe machen. Das wäre doch geil. Für die Pinguine. Dass die sich verstecken vor der Sonne zum Beispiel. Oh yeah. Ja, weiß ich noch nicht, ob ich das so hinbekomme. Da muss ich mal schauen. Den ziehe ich. Ne, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Seite. Weil nicht überfordern hier. Nummer 8, Nummer 1. Nummer 1 hatten wir jetzt zu Genüge. Warte mal, welche haben wir denn noch? Die Nummer 5. Das ist so eine Allzweckwaffe. Die Nummer 5, die kannst du irgendwie fast überall unterbringen. Ne? Und wenn du die nirgendwo unterbringen kannst, dann setzt du die hier hin. So, dann hast du da auch was. Geht ganz einfach. Nummer 5 ist echt so eine Allzweckwaffe. Der ist perfekt. Von hier aus gesehen. Den setzen wir auf jeden Fall hier hin. Jetzt brauchen wir, ja, die Nummer 9 bietet sich gerade echt an. Das heißt, den könnten wir zum Beispiel hier hinsetzen. So, ein bisschen schräger. Dann Nummer 3 fällt mal komplett weg. Dann haben wir die Nummer 12. Nee, Nummer 12 sehe ich nicht. Noch nicht. So, Nummer 11 würde ich sagen. Nummer 11, ja, Nummer 11 ist okay. Heißt, Nummer 11 setzen wir hier irgendwie hin. Ich muss mal gucken, ob ich den irgendwie so da reingedrückt kriege. Sieht ganz gut aus. Dann hier haben wir den 01. Das heißt, die 08 könnten wir theoretisch noch hier hinsetzen, ne? Theoretisch gesehen, ja. Und ich bin wieder im Pausenmodus, ne? Ja, ich bin wieder im Pausenmodus. So, was brauchen wir noch? Nummer 1. Ne, die Nummer 2. Die Nummer 2 können wir hier hinsetzen. Binärforschung ist abgeschlossen. Oh, Leistenkrokodil, ne? Dann gucken wir gleich mal direkt nach, ob das Leistenkrokodil jetzt mittlerweile Futterstufe 2 hat. Das wäre geil. So, den setzen wir. Wie setzen wir den denn jetzt am besten? Ne, so sieht doof aus. Drehen wir ein bisschen, ne? Oh ja, drehen ist gut. Drehen war eine gute Idee. So, dann haben wir hier und hier würde ich gerne den 01er draufsetzen. Der passt da echt gut hin.
So, dann brauchen wir auf jeden Fall, ich gehe schon wieder ein bisschen runter, aber das ist jetzt nicht allzu tragisch. Die 02, würde ich sagen, setzen wir hier hin. Aber gedreht. So. Ja. Dann, warte mal, der 11er war eigentlich auch ganz gut. Den 11er fand ich echt ganz gut. Und vor allem, der geht dann auch wieder ein bisschen höher, ne? Schön. Dann brauchen wir mehr Fels ist mehr Fels. Ganz klar. Wir brauchen die 013. Nee, 08 würde ich sagen. Ja. Mein geschultes Auge erkennt, dass da die 08 hin muss. Definitiv. So. Sieht eigentlich ganz okay aus. Dann platzieren wir das. So, hier eventuell nochmal 01. Oder 02. Eher 02. So. Ach so, wir müssen ja im Wasser. Oh, im Wasser müssen wir ja auch noch eine Barriere machen. Oh, stimmt. Oh, wie machen wir das denn am besten? Wie machen wir im Wasser am besten eine Barriere? Mit Glas. Ja, Glas, würde ich sagen. Oder mit denen hier. Aber ohne Zacken. Wäre eigentlich eine Möglichkeit, ne? Ich war gerade am gucken. Wir haben hier irgendwie so einen Freiraum, ne? Der muss noch geschlossen werden. Obwohl, die Luft muss ja auch zirkulieren. Stimmt. Hm. Sahur. Oh, warte. Pause. Weil der Sahur ist nämlich ein westafrikanischer Löwe und die fighten da gerade was aus und da müssen wir uns mal ganz kurz drum kümmern. Aber vorher möchte ich das ganz kurz hier fertiggestellt bekommen. Ja, warte, pass auf. Den drehen wir einmal um 180 Grad. So. Jupp. So, und dann setzen wir den 08er hier nochmal rein. Macht sich eigentlich ganz gut. So, jetzt bin ich schon eher zufrieden. So, dann würde ich sagen... Oh, das hier geht auch weg, das Menü. Wegen Plancoaster war ich jetzt gerade so ein bisschen erstaunt, weil ich dachte immer, das würde da bleiben, wenn man was baut. Wie kann man den denn jetzt... So. Warte mal, wie machen wir das jetzt am besten, dass wir da runterkommen? So, ne? Ja, den habe ich ja komplett verzogen. Uff. Mach mal den hier hin. Und den Einser. Hier. Und dann würde ich sagen... Ah, jetzt habe ich den zweimal platziert. Mist. Hä? Also. So, und dann würde ich sagen, dann kommt da unten nochmal der 08er hin. So. Oh ja. Jetzt bin ich schon mehr zufrieden. Jetzt bin ich wirklich mehr zufrieden. So, das Einzige, was ich noch machen möchte, ist hier. Hier, da. Da setzen wir nochmal so ein flaches Teil hin. Genau. Finde ich immer so schicker, wenn die dann so ein paar Lagen haben, ne? Dass das so stufenweise nach oben geht. Ist auch ein bisschen Ticken realistischer. So, hier brauchen wir die Allzweckwaffe. Den setzen wir nämlich zum Beispiel hier hin. Dann würde ich sagen, machen wir hier eventuell auch nochmal.
so. Ja, doch, bin damit zufrieden. Vielleicht hier nochmal so einen flachen hinsetzen. Mal schauen, ob das aussieht. So. Hallo. Du drehst dich gerade komplett in die falsche Richtung, mein Freund. Ja, perfekt. So, ne? Warte. Mach mal so. Und dann hier eventuell noch mal so einen kleinen Stein hin. Du hast auch deinen Auftritt. Guck mal, du kriegst jetzt auch deinen Auftritt. Machen wir den 03er nämlich hier hin. Und der passt auch noch perfekt. So. Und eventuell einen noch nach unten. So. Perfekt. Ja, doch, sehr akzeptabel. So, dann gucken wir mal ganz kurz nach dem westafrikanischen Löwen, was da die Problematik ist. Aber ich vermute mal einen Alpha-Kampf. Westafrikanischer Löwe, da haben wir doch. So, was haben wir denn da? Oh. Okay, da sind sogar zwei erwachsen geworden. Und zwei ältere. Oh. Ja, sie kann ich nicht freilassen. Wegen hier. Dann hätten wir 1, 2, 3. Und hier wäre wieder Gold. Ja, komm, machen wir so. Wir gehen stramm auf die 200.000 zu. Das ist schon krass. So. Ah, sieht auf jeden Fall imposanter aus. So, jetzt müssen wir natürlich die Rückseite noch machen. Die müssen wir jetzt hier noch ein bisschen bearbeiten. Den Backoffice-Bereich. Und wie gesagt, hier bin ich noch echt am Überlegen, ob ich die eventuell... Ich schieb die erstmal, bevor ich die lösche, hier hin. Dass wir eventuell hier wirklich so einen clean Platz lassen, ne? Dass sie unterschiedliche Gehege haben. Ja, ich weiß es noch nicht so ganz. Was brauchen wir denn hier? Warte mal. Habe ich den? Okay, den brauche ich nicht. Den brauche ich. So, der 01. Ne, pass auf, dann machen wir hier. Ich würde sagen, den 08 dahin. Ich spreche, wieso hält der Steine, ne? Ja, das ist die 1375 472. Aus dem Jahre 12.000. Ne, keine Ahnung. Bemerkenswert, was der da so für Zahlenwissen hat. Ne, hier brauchen wir einen größeren. Was ist das denn für eine Drehung? Ah. Ja. Ich würde aber, glaube ich, hier oben noch was draufsetzen. Ich glaube, irgendwas setzen wir hier oben drauf. Die Allzweckwaffe. Den hier können wir da draufsetzen. Ich glaube, der hatte noch gar keinen Auftritt hier. Ja, passt doch. Siehst du? Hast du auch dein, ne? Dein Publikum wird dich mögen. So, hier unten. Setzen wir den hin. Kann ruhig ein bisschen rausgucken, würde ich sagen. Dann haben wir den 02er. Den würde ich hier platzieren.
Ja. Hier ist der 01er wahrscheinlich, ne? Ja. Okay, pass auf. Den kopieren wir uns und drehen den einmal um 180 Grad. Und da auch nochmal ungefähr um 180 Grad. Und platzieren das so. Oh, weißt du, wen wir schon länger nicht mehr hatten? Ich glaube, den 0... Warte mal, welcher war das? Der hier, der 04er. Ja gut, aber der eignet sich echt für da unten, ne? Da möchte ich eigentlich... Mach mal so, ne? Ich habe gerade gesehen, dass das unten relativ wenig Stein war. So. Besser. So, jetzt brauchen wir hier. Also hier haben wir den 01. Das heißt, da könnten wir den 08er reinsetzen. Beispielsweise diesen hier. Ja, aber dann brauche ich hier oben noch was. Aber da würde ich sagen, setzen wir den hin. Guck mal, der hat sogar zweimal seinen Auftritt. So. Oh, den können wir ja kippen, ne? Oh ja. Ja, bin begeistert. So. Ich glaube, ich würde hier gerne noch was reinsetzen. Da können wir den vielleicht platzieren. Ich gucke noch, ob der durchgegangen ist. Nee. Schön. So, jetzt brauchen wir aber hier noch was für die Lücke. Der 01er könnten wir uns rüberziehen. Eine Möglichkeit. So. Und ja, wie lösen wir das Problem jetzt? Der 02er. Und hier, warte mal, wie habe ich das denn hier gemacht? Achso, ja, einfach so einen Weg offen gelassen. Könnten wir jetzt eigentlich auch machen, theoretisch gesehen. Hier würde ich, glaube ich, noch was reinpacken. Das lassen wir so, oder? Pack mal hier den 06er hin. Ja, doch. So, und hier packen wir den 05er hin, weil der ist halt ein bisschen größer. Und den ziehen wir... So wollte ich den kippen. Gut. So, das hier müssen wir ein bisschen rüberziehen, damit ich hier unten noch so eine Stabilität reinbekomme. Heißt, da brauchen wir auf jeden Fall... Nee. Den. Ich glaube, auf der Seite haben wir den noch gar nicht verwendet. Genau. Und eventuell können wir hier auch nochmal was draufsetzen. Beispielsweise den. Hier möchte ich glaube, da machen wir noch mal den hin. Ist schwer zu erkennen, welche ich jetzt gerade drehen muss. Der blaue. So.
Boah, voll begeistert. Das heißt, wir machen jetzt einfach nur noch hier unten dasselbe wie auf der anderen Seite. Ne? Also hier zum Beispiel setzen wir den dann hin. Den brauche ich noch nicht mal kippen. So, dann war hier, hatten wir gesagt, den eventuell. Da bin ich mir aber noch nicht 100% sicher, weil ich glaube, hier machen wir den Haifischzahn hin. Ja, doch, der passt da besser hin. Ja, jetzt würde ich aber sagen, mach mal da unten auch noch was hin. So, und den lassen wir jetzt so runtergehen. Oh nee, warte, wir können den anderen nehmen, den kleineren davon. Den hier. Baby-Haifischzahn. Das ist aber ein bisschen zu kurz, ne? Sorry. So. Also hier muss ich irgendwie noch da unten runterkommen. Oh, dann machen wir den Dreier dahin. Pass auf den hier. Der hat uns vorhin auch schon geholfen. Auf der anderen Seite. Da. Siehst du? Perfekt. Aber den hier. Lassen wir noch ein bisschen runtergehen. So, ne? Lassen wir miteinander verschmelzen. So. Schön. Schön, schön, schön. Aber pass auf, hier machen wir den einen flachen hin. Ne, hier machen wir jetzt erstmal den hin. So. Jo. War dafür gemacht. So, hier setzen wir den 04er hin. Mhm. So, was machen wir da jetzt hin? Ja, theoretisch könnte man jetzt auch diese flachen hier hinsetzen, ne? Oder man lässt die einfach hier reingehen. Nee. Obwohl. So schlecht sah das jetzt gar nicht aus, ne? Weil, why not? Why not? So. Und hier brauchen wir, ich würde sagen, den nehmen wir nochmal. Weil der macht ultra viel Fläche gut. Und der passt eigentlich fast immer perfekt. Aber ich drehe den einmal. So. Genau. Und dann machen wir hier nochmal den 04er hin, würde ich sagen. Ah, der ist schon fast zu groß. Der ist schon fast zu groß, ne? Ah, ich würde... Pass auf, wir machen den hier hin. Ich war jetzt am Überlegen, ob wir da überhaupt einen hinsetzen, aber ja. So. Und hier würde ich
den reinpacken? Können wir mal probieren. So. So, jetzt brauchen wir aber hier noch was. Das heißt, hier eventuell den Haifischzahn hin. Wobei... Nee. Wir könnten hier die Platte hinsetzen. Und das war's dann. Und somit haben wir unser Mittelteil komplettiert. Und es sieht jetzt viel besser aus. Es passt auch zum Hintergrund. Vorher wirkte das so ein bisschen verloren, aber jetzt finde ich das ehrlich gesagt besser. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.